Das ist mein nächstes Video zum Thema gewöhnliche Differentialgleichung, in dem es wieder um Begrifflichkeiten geht, die man zunächst mal erklären sollte. Ich habe hier bereits in dem Video erklärt, was überhaupt die gewöhnliche Differentialgleichung sind und was explizit und implizit bedeutet. Das braucht ihr jetzt konkret für das Video nicht, aber was die Differentialgleichung sind, die gewöhnlichen, solltet ihr auf jeden Fall wissen. So, davon gehe ich jetzt mal aus, ansonsten schaut euch bitte das Video zu gewöhnliche Differentialgleichung und Newton an. Und hier wollen wir jetzt klären, was bedeutet es, wenn es eine lineare Differentialgleichung ist. Und da kann man dann unterscheiden zwischen den homogenen und den inhomogenen Differentialgleichungen. Was genau ist da der Unterschied? Und zunächst gibt es mal wieder eine allgemeine Formel, aber keine Angst, die erkläre ich gleich nochmal in normalen Worten. Also wenn wir aufsummieren von j gleich 0 bis k von allen aj von x, yj, also die j, die Ableitung von y, plus g von x ist gleich 0. So. Und unser aj soll linear sein. Wenn eine Differentialgleichung in der Form gegeben ist, dann ist es eine lineare Differentialgleichung. So, was heißt das jetzt nochmal? Also zunächst mal, was soll das heißen, dass die aj hier linear sein müssen? Linear, das kennt ihr zum Beispiel, wenn ihr eine Matrix habt. Ihr wisst ja, Abbildungen unter Matrizen sind eben lineare Abbildungen. Also das kann eben irgendwie eine Konstruktion mit einer Matrix sein, das kann auch einfach eine Zahl sein. In den meisten Fällen wird es letztendlich so sein, dass ihr das wahrscheinlich einfach als Zahl gegeben habt, denke ich mal. Also zum Beispiel, wenn da jetzt steht 3 mal die dritte Ableitung von y, dann wäre eben dieses j hier oben eine 3, weil ihr ja die dritte Ableitung von y habt. Und euer aj, das dazugehört, das wäre dann eben auch die 3, weil ihr 3 mal die dritte Ableitung von y habt. Wenn ihr 4 mal die dritte Ableitung von y habt, ist euer j hier oben wieder die 3. Und a von 3 von x wäre eben dann die 4. Im Prinzip heißt das einfach, ihr habt irgendwelche Koeffizienten vor irgendwelchen Ableitungen von y, die ihr zusammen addiert. Das Ganze eben bis zu einer beliebigen Ableitung, was natürlich auch nicht heißt, dass jetzt jedes davor kommen muss. Also ihr könnt auch was haben wie y plus die zweite Ableitung von y. Wäre auch linear, obwohl die erste Ableitung fehlt. Warum funktioniert das beim Aufsummieren auch, weil ihr da ja eigentlich alle Schritte durchgeht? Ganz einfach deswegen, weil ihr ja das aj vor der ersten Ableitung gleich 0 setzen könnt. Also macht ihr eben a1 ist 0, dann fällt die ja automatisch raus. Also im Prinzip einfach verschiedene Ableitungen von y nehmen, die eben zusammen addieren, die können auch irgendwelche Koeffizienten haben. Und was ist das g von x? Das ist einfach was, was dazu addiert wird. Also als wäre da nochmal irgendeine Funktion. Stellt euch vor, ihr hättet einfach noch eine Funktionsgleichung, zum Beispiel g von x gleich 3x oder so. Und das addiert ihr dann einfach noch zu euren ganzen Ableitungen von y dazu. Und das soll 0 geben. Und wenn ihr sowas eben habt, dann ist es eine lineare Differentialgleichung. So, jetzt gibt es eben diese homogenen und die inhomogenen. Und homogen bedeutet, Moment, dass dieses g von x immer 0 ist für alle x. Also, wenn euer g von x gleich 0 ist für alle x, je nachdem wie ihr x eben definiert habt, vermutlich habt ihr x aus R, aber das kommt dann eben auch wieder auf die Aufgabe an. Also ich schreibe erstmal R. Also wenn auf jeden Fall dieses g von x immer 0 ist, im Prinzip heißt das, das steht einfach gar nicht drin. Ihr habt hier einfach nur Ableitung von y stehen mit irgendwelchen Koeffizienten, die ihr eben zusammen addiert oder subtrahiert. Und dabei kommt 0 raus. Dann heißt das hier homogen. Wenn das jetzt für irgendein x ungleich 0 wäre, also eben nicht 0, dann also das heißt einfach, es existiert ein x aus R, für das das gilt, dass es nicht 0 ist. Dann heißt das Ganze inhomogen. Also zum Beispiel habt ihr da eine Gleichung stehen wie y' plus 3x gleich 0. Das wäre zwar für x gleich 0 dann 0, aber sonst ja nicht. Das heißt, da würdet ihr noch was dazu addieren zu euren Ableitungen oder zu eurem y. Und damit ist es dann eben inhomogen. Machen wir aber noch ein paar Beispiele, die wir mal aufschreiben.
So. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sowas da stehen habt wie die dritte Ableitung von y plus zweimal die zweite Ableitung von y minus y plus 3x gleich 0, dann, ich möchte es jetzt mal mit der Formel oben erklären, man kann es auch einfach so sehen. Wenn wir jetzt die Formel anschauen, also erstmal sehen wir, das sind praktisch Ableitungen von y, die haben irgendwelche Koeffizienten und nur irgendwas, was von x abhängt, wird dazu addiert. Also habt ihr hier was, das linear ist, auf jeden Fall, weil es ja schon mal dieser Form entspricht. Und ist es homogen oder inhomogen? Es ist inhomogen, weil ich hier noch die 3x dazu addiert. Also ihr habt ein g von x, das ist nicht 0. Wenn ihr jetzt nochmal mit der Formel da oben das begründen wollt, hättet ihr eben als a3 von x, ist ganz einfach der Koeffizient von der dritten Ableitung, wäre dann die 1, a2 von x wäre in dem Fall die 2, a1 von x wäre von der ersten Ableitung der Koeffizient. Ihr seht, die ist hier jetzt gar nicht mit drin, das heißt, da habt ihr eine 0 und a0 von x. Von eurem ganz normalen y der Koeffizient ist hier die minus 1. So, und das g von x, das wären eben die 3x. Also so könntet ihr das jetzt in die Formel einsetzen, um das hier zu begründen. Machen wir noch ein paar Beispiele. Schauen wir mal an, 5y minus 3 mal die dritte Ableitung von y ist gleich 0. Also ihr habt wieder irgendwas mit y oder Ableitung von y und Koeffizienten. G von x habt ihr diesmal keins, also das hängt wirklich alles von den y hier ab. Das heißt, also auf jeden Fall ist das schon mal linear. Und da g von x immer 0 ist, ist es homogen. Noch ein letztes Beispiel. Was ist, wenn ihr sowas habt? Die dritte Ableitung von y hoch 3 minus die zweite Ableitung von y im Quadrat gleich 0. Das könnt ihr jetzt nicht in dieser Form darstellen. Das heißt, das hier wäre nicht linear.